War das wirklich der letzte Flohmarkt in diesem Jahr? Ich weiß es noch nicht. Aber entschuldigt zuerst, dass heute Mittwoch ist und ihr erst heute meine Flohmarktfunde seht. Am Sonntag nach dem Flohmarkt war ich eingeladen auf einem Geburtstag. Ich hatte gar nicht die Zeit, das abzudrehen, was ich Schönes mit meinem Bruder zusammen gefunden habe. Und ja, wir haben einiges gefunden. Was seht ihr gleich? Am Sonntag war wahrscheinlich mit der letzte Flohmarkt in diesem Jahr. Ich habe noch mal geguckt, es gibt vielleicht noch zwei oder drei, wo ich hingehen könnte, aber das Wetter wird auch schlechter und ich habe keine Garantie, dass das überhaupt was wird, aber das hier war jetzt wirklich ein toller, ich sag mal schon mal Abschluss, wahrscheinlich ist es der letzte und dann müsst ihr euch leider wahrscheinlich gedulden, ich sag mal bis März, April, es ist wirklich hier in Schleswig-Holstein, Hamburg, so dass sie erst sehr spät beginnen, die Flohmarkt-Saisons, und es gibt sicherlich vielleicht mal was zwischendurch, dann werdet ihr es auch sehen, aber egal, ich habe genug andere Sachen, es gibt genügend Pickups, ich werde auf einigen Börsen sein, ich werde sicherlich irgendwie mir genug kaufen, ich bin mal so frei, das zu sagen, dass ich immer mal wieder Pickups bringen kann und ja, es wird nicht uninteressant werden. Ich habe auch bestimmt viel noch zu zeigen und ihr werdet das auch sehen, dass hier schöne Sachen dabei sind, die ich auch noch mal genauer vorstellen werde. Und jetzt fange ich aber an, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren auf einem Flohmarkt, der war wirklich größer. Es war so ein Möbelhaus, wo der Parkplatz komplett, nein, nicht komplett. Wir hatten ihn schon mal doppelt so groß, aber jetzt war er noch immer recht gewaltig. Wir waren früh da, so mit, wo die Dunkelheit jetzt gerade aufhellte. Haben am Anfang auch gleich schon was gefunden, aber ich kann leider nicht nach der Reihenfolge gehen, denn ich gehe lieber nach der Größe, was wir gefunden haben, denn ich werde jetzt hier erstmal gleich zwei, drei große Stücke hier hinstellen, die, damit ich einen Platz habe für kleine Sachen. Sonst muss ich die Reihe räumen. Also, ich fange an mit einer Special Edition eines Films. Und zwar Sekunde, mit dieser guten Special Edition, so, falsch rum, von dem Film Naked Weapon, die Limited Bust Edition, Special Edition. Das ist eine Collector's Edition, die zusammen mit dem Mediabook kam. Dafür hat mein Bruder, wir haben das 70 Euro hat er bezahlt, aber es waren noch einige Blu-ray-Filme dabei, die ich auch gleich nochmal zeige. Das werde ich aber auch nochmal erwähnen. Da hat einer auf dem Flohmarkt seine gesamten Special Editions verkauft. Ich war auch noch an einer dran, dann überlegt und dann habe ich noch die DVDs geguckt und dann war die Special Edition weg. Und das war eine Resident Evil Special Edition mit dem X-Man, also dem Axtmann. Das war so eine Collection Edition zu den Mila-Jojovic-Filmen 1 bis 6. Und da war halt diese limitierte Figur dabei, die ist wohl nur bei Saturn rausgebracht worden. Da wollte er 35 Euro für haben, mit Box, alles war dabei. Er hatte sie ausgepackt, aber mich versah weg. Und als ich dann geguckt habe, wie viel die gehandelt wird, oh, egal, man kann ja nicht immer Glück haben. Andererseits, so geil sie auch aussah, ich meine, ich bin nicht so der Monster-Typ zum Hinstellen. Ich habe nicht den Platz, das Ding ist riesen Karton gewesen. Klar, ich hätte es weiterverkaufen können, da hätte ich bestimmt das Dreifache reingekriegt online, aber egal, darum soll es ja nicht gehen, das soll ja auch Spaß haben und man möchte auch was für die Sammlung haben und genau darum geht es. Das, was wir jetzt hier gekauft haben, ist, ich sag mal, wirklich fast alles, was in der Sammlung bleibt. Ich glaube, auf dem letzten Flohmarkt habe ich eine Blu-ray gekauft, wo ich gemerkt habe, wir haben sie doch schon, da haben wir doppelt, aber da haben wir 1 Euro ausgegeben. Das ist dann verschmerzbar. Wie gesagt, der Film Naked Weapon gab es in dieser Limited Edition. Mein Bruder mag den Film, ist mit Maggie Q. Die ist auch bekannt als, ja, als Gegnerin zum Beispiel in Stirb langsam 4 hat sie mitgespielt. Ich glaube auch in Mission Impossible war sie dabei, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, auf jeden Fall diese Collector's Edition, da ist eine Figur dabei. Ich blende euch jetzt ein paar Bilder ein, da wir sie zum Angucken kurz ausgepackt haben. Hat auch gestanden, war ein bisschen staubig, musste schon gereinigt werden. Auf jeden Fall recht schön gemacht, ne? Sexy natürlich, aber das darf sie auch mal sein. Und auch eigentlich fast ganz gut getroffen. Ich finde, wenn man sie von der Seite direkt guckt, wird das richtig gut. Guckt man das Gesicht von vorne, ist es ein bisschen, ja,
gequetscht? Egal. Auf jeden Fall, ich zeige euch nochmal Naked Weapon. Ups, ich will die Kamera nicht zeigen. Naked Weapon. Super. Also, das gab es als allererstes. Film packe ich mal hier oben drauf. So, und jetzt muss ich wieder mit großen Teilen Vorlieb nehmen. Wir waren an einem Stand, da hatte der liegen eine ganze Menge Brettspiele. Und zwar wirklich größere Brettspiele mit Panzern. Ich glaube, Ogre war eins davon und was für Warhammer 40k und so weiter. Naja, und da hat mein Bruder dann was entdeckt zu zwei Brettspielkästen, die aber, ja, ich zeige euch die einmal. Und zwar einmal ein Kickstarter-exklusives Horizon Zero Dawn. Es gibt da ein Brettspiel zu. Das ist via Kickstarter vertrieben worden. Also ich zeige euch das einmal. Hier sind so Kartenteile, die man da zusammensteckt, wo man mit drauf spielt. Entweder Landschaft oder ja, Gebäude, sage ich mal. Anleitung. Und dann sind da eine ganze Menge Figuren und Karten. Das ist halt wirklich ein Brettspiel, Strategiebrettspiel. Und das ist über Kickstarter, ist halt dieses Teil finanziert worden. Es gibt es auch separat erhältlich, ist aber auch recht teuer. Kann man wirklich ganz viel Geld hinlegen. Und ja, mein Bruder hat das Set jetzt dann gesehen und da war noch ein zweiter Kasten dabei. Also dieser hier ist Kickstarter exklusiv, das heißt nur wer das gebackt hat, bekommt auch diesen Kasten in der Art, da sind Sonderfiguren und so weiter drin, deswegen das macht ihn auch ganz besonders. Und hier haben wir Horizon Zero Dawn Soldiers of the Sun, das ist ein Expansion Pack, seht aber auch richtig viel. Und ihr seht auch hier so richtig, richtig gut gemachte Monster. Mal sehen, ich will es auch mal versuchen aufzumachen, also ich finde das Artwork auch sehr schön. Anleitung und hier ist es auch ähnlich aufgebaut, da sind auch im Top-Zustand. Teilweise gar nicht gespielt, auch nicht bemalt, oftmals werden die Figuren auch bemalt, auch richtig schön. Richtig schön. Ja, das muss wieder da rein. Und diese beiden Kästen, ja, sie waren teuer. Ich überlege gerade, da gab es noch was dazu. Nee. Da gab es nicht zu. Er hat dafür 130 oder 140 Euro bezahlt. Ja, es klingt super viel. Aber wenn man das Ganze gebackt hätte, und das ist schon wirklich echt günstig, die kann man da auch mindestens fast 200 Euro pro Kasten rechnen, wenn man die jetzt nachträglich teilweise kauft. Gerade die Kickstarter-exklusiven Sachen, da legt man weitaus mehr hin. Und als Horizon Zero Dawn-Fan wollte mein Bruder, ja, hat er einfach gesagt, er macht's. Ihr wisst es ja, wie es ist immer. Man entscheidet sich für etwas und ja. Und bevor ich jetzt noch mit Film und ich habe ja mal Computerspiele gefunden und richtig geile Sachen, gibt es noch ein Brettspiel. Und zwar haben wir gefunden, aber jetzt nicht zum Schnapperpreis, das gebe ich ehrlich zu. StarQuest. Oder Space Hulk, wie es heißt. Es ist ein Warhammer 40k Spiel. Es ist ein Klassiker von MB. In einem guten Zustand. Die Box ist ein bisschen angeditscht. Aber das ganze Spiel ist vollständig. Es ist beklebt. Es ist auch bespielt worden. Aber der Betreffende hat sich echt Mühe gegeben. Bleibt stehen, Deckel. Da ist alles dabei. Also alles auch in einem sehr schönen Zustand. Hat sich drum gekümmert. Hier ist jetzt noch so ein Haargummi um die Karten gemacht. Da wollen wir noch was einfallen lassen. Und hier liegen noch so ein bisschen Sachen rum. Das wird alles noch ein bisschen eingepackt. Aber man kann dazu nichts sagen. Das ist alles wirklich im guten Zustand. Ja, die Karten, die sehe ich hier. Es ist halt gespielt worden auch. Das merkt man. Regelbuch, Einsatzbuch, alles dabei. Auch ein richtig schönes Artwork, kann man eigentlich nicht anders sagen. Das hat jemand angeboten. Wir haben das ziemlich eigentlich auch in der letzten Runde. Wir sind sozusagen da, wo wir vorbeigegangen sind, wo noch nicht aufgebaut war, als wir gekommen waren. Das haben einige, es gibt ja immer Nachzügler. Und da haben wir dann jemanden gesehen, der das angeboten, erst zu sehr hohem Preis. Und wir haben einen fairen Kurs bezahlt. Also wir haben da jetzt nicht 8 Euro für genommen. Und es wird hoch gehandelt.
es wird, geht so zwischen 80 und 100 Euro mal weg. Den Preis haben wir nicht bezahlt. Da möchte ich mal nicht so sagen, aber wir waren nah dran. Also ja, mein Bruder wollte das schon immer haben und die Gelegenheit ergab sich. Es ist, wie gesagt, er hat das abgewogen, auch vom Inhalt, weil das eben auch qualitativ gut in Schuss war. Und ja, da überlegt man sich das dann doch und dann macht man das. So, weiter geht es. Das zu den Games-Teilen komme ich etwas später. Fangen wir an mit drei Taschenbüchern von Disney, die mein Bruder gefunden hat, für 3 Euro. Darkwing Duck trifft DuckTales, moderne Comics. Ich finde, das Cover ist so ein bisschen an The Killing Joke von Batman angelegt. Auch nicht schlecht. Dann hier das Rennen durch die Elemente. So diese Donald-Duck Premiums. Moderne und etwas ältere Comics. Und der neue Phantomias auf der Lauer. Wie gesagt, je 3 Euro. Und ihr wisst es ja, das passt sich ganz gut. Oder passt ganz gut. Ich habe auch ein paar ältere Comics gefunden. Was heißt Comics? Kinderbücher, die mich interessiert haben. Und ich habe eine Menge Retro-Stuff gefunden. Aber hier sind jetzt 3 Sachen, die gab es für je 1 Euro. Und hat mich sehr interessiert. Und zwar, weil es auch ein Stück Kindheit ist, aber ich wusste es nicht, ein Patsy-Magazin von 1977. Richtig interessant. Patsy ist eine Comicreihe für Kinder, die ich auch als Kind eben gelesen habe, die unter anderem im Carlsen Verlag erschienen sind. Und ich wusste nicht, dass es ein Kindermagazin gibt. Also das fand ich dann sehr interessant. Das sind hier ganz normal die Comics. Aber ich fand es eben interessant. Hier ist es, glaube ich, sogar mit eins der ersten, wo sie das Schiff bauen. Wie gesagt, ich fand es wirklich lustig und von 1977, wann findet man sowas? Das ist irgendwie richtig schön retro. Und dann gab es auch 2 kleine Disney-Lesebücher. Die schauen wir uns auch nochmal genauer an. Die werde ich ein Let's View draus machen, weil ich finde es wirklich mal interessant, das euch zu zeigen. Einmal mit Susi. Das ist, sind auch so gezeichnet und haben eine Geschichte. Das schauen wir uns alle ganz in Ruhe an. Stammt aus dem Jahre, ich habe jetzt hier 61, also weit vor meiner Geburt. Also wirklich schon richtig alt, man kann jetzt sagen, 60 Jahre auf jeden Fall auf dem Buckel. Und ja, interessant. Genauso wie Donalds Eisenbahn, zusammen mit Chip und Chap, sozusagen A-Hörnchen, B-Hörnchen, auch richtig interessant. Und tolle Geschichte, eine meiner Kindheitsgeschichten, die ich auch sehr interessant finde und deswegen habe ich es mitgenommen. Und ihr seht, es gab hier auch eine ganze Menge weiterer Bücher. Es lagen da noch 1-2 weitere, aber ich habe mich jetzt auf die konzentriert, die mich am meisten interessieren. Ich will ja auch keine Komplettsammlung von diesen Dingen haben. Aber überhaupt war ich super erstaunt, dass es diesmal ganze Menge einzelne Sachen gab. Auch wenn einige wollten teurere Preise haben, also richtig Retro-Magazine. Einmal so ein Telemagazin, habe ich noch überlegt, hätte ich mitnehmen sollen, auch aus den 80er und Anfang der 70er mit Daktari-Comic, mit Rosa Rote Panther-Comic, habe ich noch nie gesehen. Da habe ich jetzt gedacht, nimm es mit und dann habe ich es irgendwie mich ablenken lassen von irgendwas anderem und dann habe ich es liegen lassen. Aber nicht liegen gelassen, habe ich ein Magazin und das ist auch ein Stück Kindheit, das habe ich damals gehabt, auch wenn es noch vor meiner Zeit erschienen ist, aber ich habe es gehabt, auch gerade vom zweiten Teil habe ich es gehabt. Ein Mad-Magazin mit Star Wars. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht cool? Hier hinten ist sowas draufgeschrieben. Peter Lerum, Klasse 10R, Realschule 10. Klasse. Ob er selbst gewesen ist, weiß ich gar nicht, aber kann auch drauf gewesen sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt hier ein bisschen beschädigt. Ein Mad-Magazin ist halt ein bisschen crazy. Kann man ja nicht anders sagen. Aber hier wird jetzt die Star Wars Geschichte parodiert in Schwarz-Weiß. Ist halt ein Kultmagazin und mit Star Wars dachte ich, es gab es für 1 Euro. Da habe ich einfach dazugegriffen. Ja, Star Wars relevantes. So, wir haben so viel gefunden, haben auch viele Kleinigkeiten. Es gibt so viel zu zeigen. Da werde ich jetzt kein eigenes Video machen, so das finde ich jetzt nicht so interessant, die finde ich etwas interessanter, aber obwohl, wenn ihr das eigentlich haben wollt, das Mad Magazin, dass ich das mal durchblättere, dann doch nochmal ganz genau, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und jetzt gehen wir weiter erstmal mit Filmen. Da das finde ich ist,
glaube ich, passt zwischendurch eigentlich mal ganz gut. So, ich teile das in zwei Sachen auf. Ich habe jetzt hier, ach, leg da mal zur Seite, damit ich bessere Hand habe. Zu der Naked Weapon Box, habe ich ja gesagt, gab es noch ein paar Filme im Bundle mit den 70 Euro und zwar vier Stück. Da gab es einmal den Daredevil Director's Cut mit Ben Affleck. Das ist auch ein Upgrade für mich auf von der DVD auf Blu-ray. Ein Film, den ich noch nicht hatte, aber wollte ich noch haben, oder weil auch lustig ist, The Lego Movie 2. Und für den Preis, dann konnte man auch nichts sagen. Auch ein Upgrade von DVD auf Blu-ray mit John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence, William H. Macy, Born to be Wild, saumäßig unterwegs, auch richtig lustige Komödie, lässt sich auch sehen. Und ein Film, der richtig geil ist, und Jean Reno, kann man auch sagen, zieht immer Wasabi. Er ist in Japan und ein Action-Abenteuer in Japan mit Jean Reno. Jean Reno ist unheimlich beliebt in Japan. Nicht umsonst war er als Charakter auch in Onimusha 3. Also er hat den Charakter gespielt. Hat sogar sich ein bisschen synchronisiert, aber nicht das ganze Spiel war. Deswegen ein richtiger Klassiker. So, und dann gab es noch an einem anderen Stand, und ich glaube, er hat 5 Euro hat mein Bruder bezahlt für die zwei DVDs und eine Blu-ray. Blu-ray war, weil Klassiker mit Tom Cruise, Jack Nicholson und Demi Moore, eine Frage der Ehre. Hatte ich mal auf DVD, ist aber in dem Sinne auch ein Upgrade. Dann gab es Asien- oder Hongkong-Film Heroic Trio mit Michelle Yeoh. Michelle Yeoh ist ja auch bekannt durch Dings hier, Police Story von Jackie Chan und später auch in James Bond, The Morgen stirbt nie. Und ja, warum nicht? Ist ein schöner Action-Reißer. Und dann gab es, da auch in dem Sinne, ja, sag ich ja gerade, 5 Euro war mit drin, 250 Minuten auf DVD, Ninja Turtles, The Next Mutation. Das ist die TV-Serie, die erschienen ist nach den Kinofilmen. Oder den, ich weiß nicht, ob es nach dem ersten, aber einen der Kinofilme, der Realkinofilme, die ja unterhaltsam sind. Ich habe auf jeden Fall Teil 1 und 2 im Kino damals gesehen. Das war auch ein Hype. Ich war echt begeistert. Ich habe zwar nicht so die Turtles gesammelt, aber den Film fand ich cool. Mein Bruder noch ein Stück cooler, auch wenn er nie die Turtles-Figuren so in dem Sinne gesammelt hat, obwohl er Turtles-Fan war. Egal, wir hatten. So ist es manchmal. Hier soll die ganze Serie mit 12 Folgen drauf sein auf einer DVD. Das spricht natürlich auch für sich, dass die Qualität wohl nicht so besonders ist. Von Jetix rausgebracht, aber das ist alles auf einer Disc. Jo. Aber findet man auch nicht so häufig. Und wie gesagt, für den Kurs, da nimmt man es auf jeden Fall mit. Das muss man auch. Gut. Bringen ein bisschen, bevor ich zu Computerspielen. Wir haben auch Computerspiele gefunden. Ich habe auch ein bisschen Toys gefunden. Zeige ich euch etwas anderes. Ich habe einen Batzen Trading Cards mitgenommen. Trading Cards ist eigentlich in Amerika sehr populär. Sind so Sammelkarten, entstanden eben halt aus Komplexpackungen, wo Baseballspieler drin waren. Später gab es dann eben halt eine Loot-Tüten. Das heißt, man hat ja vergleichbar mit unseren Einklebestickern, die es gibt. Aber die Einklebesticker, ja, wie soll es anders sein, sind ja eine andere Sache trotzdem. Aber hier musste man eben halt diese Tür sammeln, diese Bilder. Die sind meistens ja, so zwischen 70 und 100 Bilder eine Serie. Gibt dann noch Sonderkarten, Hochglanz oder Hologramm, was nicht alles. Gibt es zu allem Möglichen, und ich habe sie jetzt zu Power Rangers gefunden. Das sind zwei Serien, Serie 1 und 2. Und auch, ich zeige euch das einmal so, das sind immer dann, muss man die Höhlen extra kaufen, und dann kann man 9 Stück reinpacken. Und hier habe ich jetzt eben halt Serie 1 und 2. Zusätzlich auch eine ganze Menge Sonderkarten. Das heißt, das ist ein ganzer Batzen. Ich habe dafür 25 Euro bezahlt. Weil man sieht sie schon selten, das ist das auch wert. Es ist eigentlich sogar günstig gewesen, denn diese ganzen Sonderkarten, gerade durch die Sonderkarten, also die werden teilweise zwischen 2 und 5 Euro allein das Stück gehandelt. Power Rangers, das sind auch die ersten Serien, das ist wirklich Serie 1, die allererste Power Rangers, die wir auch gesehen haben. Ich
habe die ersten Folgen auch damals 1990, glaube ich, herum gesehen. Ja, und da konnte ich dann nicht widerstehen. Sieht man auch nicht alle Tage. Und ihr seht ja, es ist ein ganzer Stapel. Ja, da werde ich auch ein extra Video machen. Die werde ich extra angucken, damit ja, man das einfach mal genauer betrachten kann, diese Karten. Also, da werden wir unseren Spaß haben. Glaubt es mir. Auch wenn ich kein Power Rangers-Kenner bin, ich glaube, da müsste ich mir jemanden dazu holen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, muss ich mir mal was einfallen lassen. Das ist vielleicht eine ganz geile Idee, dass ich mir das irgendwie mit jemandem zusammen bespreche, der vielleicht was kennt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch ein einzelnes Let's View dazu. Das wird sich zeigen. Aber das war eine spontane Idee, die jetzt gerade kam. So. Und dann kommen jetzt, beginnen wir mit Computerspielen. Darauf habt ihr auch alle gewartet. Also geht es los. Bei einem Stand, wo ich auch ein paar Toys gefunden habe, die zeige ich euch aber später, weil ich die jetzt noch nicht griffbereit habe. Weil ich wechsle. Jetzt kommt ein Computerspiel und dann kommen noch ein paar andere. Ihr werdet sehen, ich muss es einfach machen, weil ich auch vom Platz her das sonst habe. Sonst muss ich so umpacken und das will ich auch nicht. Da gab es für einen Zehner. Cover vorne nicht ganz so perfekt, aber innen drin alles top. Final Fantasy 10 mit der Bonus-DVD. Spiel habe ich schon eigentlich, aber für einen Zehner gab es auch dazu das Lösungsbuch. Und gerade die Dinger werden sau teuer gehandelt. Das ist jetzt hier im guten Zustand. Gibt schlechtere Zustände. Es ist auch es ist das deutsche Handbuch auch oder Lösungsbuch von Piggyback. Also und ja, für den Preis, muss ich sagen, kann man das wirklich mitnehmen. Und ja, da ja, waren wir ganz angetan. Also sowas nehme ich ja immer gerne mit. Lösungsbücher findet man auch nicht so häufig. Für einen Fünfer hat mein Bruder dann entdeckt, etwas weiter hinten, an dem gleichen Stand, den Angelcontroller für den Dreamcast. Hm? Man wirft die Angel aus und konnte dann einholen. Hier schön mit Kurbel, das ist richtig, richtig geil. Sie so Controller findet man auch nicht so oft und für einen Fünfer, selbstreden, ne? Kann man ja nicht anders sagen. So, ich nehme jetzt schon mal hoch. Dann gab es, wie gesagt, noch Spiele, aber ich habe jetzt überlegt gerade, ich greife ein bisschen anders. Ihr hört, da klappert was, vielleicht wisst ihr schon was. Egal. Es gab auch noch was für 3 Euro ein Spiel, was ich mitgenommen habe. Monopoly aus den 90ern. Ein Monopoly Magnet. Ich fand das ganz witzig, hatte ich, weil ich es auch in der Kindheit mal hatte. Da habt ihr eben halt auf Magnet und die Spielfiguren und so weiter. Und dann habt ihr hier das Spielfeld. Das ist so ein Unterwegs-Teil von Monopoly. Und ich fand es ganz witzig. Es kommt jetzt hier auch noch in dieser in der OVP. Und ja. Für 3 Euro. Man nimmt schon genug Shit mit, der wesentlich schlechter ist. Da habe ich gedacht, da kann ich auch das mitnehmen. Und dadurch, dass der Händler sowieso, bei dem hatten wir ja auch, habe ich das hier eben halt, das Final Fantasy 10 und den Angelcontroller. Und da habe ich auch noch ein Toys-Schnäppchen gemacht, das ich euch noch zeigen werde. Ne? Geht das zu? Wollen das ja richtig zumachen, was ich euch auch gleich noch mal zeigen kann. So, hier nochmal in Nahaufnahme. Ja, Monopoly, ich habe es gern gespielt und ja, sowas kann auch mal sein. Wird gar nicht so einfach, eine Gesamtaufnahme später alles zu machen, sehe ich gerade. So, ich habe auch 2 Hörspielkassetten gefunden. Gab es für 1 Euro und für 50 Cent. 50 Cent habe ich mitgenommen, Dschungelbuch 2 von Disney, ist jetzt die etwas neuere Auflage, aber habe ich bisher noch nicht gesehen und das ist dadurch etwas seltener. Meistens findet man nur den ersten Teil. Ich glaube auch, dass die meisten gar nicht so registriert haben, dass das Dschungelbuch einer der wenigen Hörspiele war, was auf 2 Hörspielkassetten aufgeteilt war. Vielleicht sogar mehr, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall 2 und man findet die etwas später schwieriger. Ich sehe auch, dass das Tape, hier muss ich zurückspulen noch, das ist alles
alles so ein bisschen geleiert hier. Es ist viel locker. Ja, man spult hier auch. Habt ihr das auch gemacht? Mit Bleistift und so weiter teilweise. Ach, und Bandsalat gab es damals auch. Ja, schöne Zeiten. Ja, das gab's. Und was, weil ich mal den zweiten Teil gefunden habe, Falina in der Falle, Bambi, eines der Einzelhörspiele mit eigenen Kurzgeschichten. Muss ich, glaube ich, auch noch zurückspulen. Ja, die gab es für 1 Euro, die vor 50 Cent, wie gesagt. Und dann gab es für 2 Euro ein Kartenspiel zu der Serie Firefly. Gab es, glaube ich, mit der mal als Gimmick bei der DVD-Box, als Staffelbox, als sie rausgekommen ist. Ist noch vollständig, ist nie benutzt. 2 Euro und ich finde sowas, solche Sachen nehme ich immer ganz gerne mit. Ja, ich liebe Kitsch und Gimmicks und jetzt geht es auch weiter mit sowas für mit alten Sachen, die ich ganz toll fand. Auch fast vollständig bei einem. Also einmal habe ich gefunden, nochmal für 2 Euro, aber das wird mich verlassen, weil das habe ich ja bereits. Ein Sindbad-Quartett aus dem Jahre, was war das? 78. Ist ja auch eine schöne Zeichentrickserie. Und seltsamerweise, nachdem ich erstmals gefunden habe, finde ich es wieder. Ja. Also für 2 Euro kann man mitnehmen. Und dann habe ich noch 3 weitere Kartenspiele gefunden. Ähnlich alt. Für 5 Euro zusammen. Und zwar einmal Pinocchio. Das ist noch etwas. Ich hatte vor kurzem ein anderes Pinocchio gefunden, aber auch aus der gleichen, von der gleichen Zeichentrickserie. Auch hier, das ist von 77. Das ist mehr so ein Story-Kartenspiel. Das sind alles Quartetts, also wo man das sagen muss. Genauso wie von 1976 Biene Maya. Das einzige, die Hülle ist nicht richtig, deswegen ist sie falsch zusammengesetzt. Aber wann findet man das richtig cool? Und hier fehlt nur das Deckblatt, ansonsten vollständig. Ich weiß nicht aus welchem Jahr, es war aber lag da mit und deswegen habe ich es mitgenommen. Und zwar Disney. Das ist wirklich mit verschiedenen Serien. Hier richtig, oh, hier guckt der Mann, so ein geprägtes, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so ein geprägtes Back. Auf jeden Fall, es ist von den Karten vollständig. Es fehlt, wie gesagt, nur so ein Deckblatt, so wie jetzt hier ist bei Biene Maya. Riecht ein bisschen nach Keller und dann sind hier so ein bisschen Fragespielen. Einerseits sammeln, aber man kann so ein paar Fragen, so ein paar Informationen über die. Beziehungsweise, das ist eben, nee, ist ganz anders, ich irre mich gerade. Ihr habt hier eine Information zu den Charakteren. Hier oben steht jetzt, hier ist Mickey Mouse zum Beispiel und dann steht hier Nummer 1, Mickey Mouse, die Berühmte. Oder die berühmte Mickey Mouse, wie auch immer. 2 ist Minnie Mouse, das liebe Mäusemädchen. Hier, Mickey. Dann kommt Monty Maus, das Mäusebüblein. Monty Maus ist auch so eine Figur, die nicht wirklich oft mehr in Deutschland da vorgekommen ist. Und dann haben wir Goofy. Goofy, der Mäuseschreck. Wie auch immer man ihn nennen. Als Mäuseschreck würde ich ihn nicht. Er ist der beste Freund von Mickey. Auf jeden Fall war das so klassisch alt, dass ich gesagt habe, das nehme ich für den Preis mit. Ja, gut. Computerspiele habe ich 1 gehabt, aber ich komme da auch noch weiter zurück. Wir haben noch mehr gefunden. Aber ich zeige euch jetzt mal, dass ich auch Toys gefunden habe. Für 1 Euro gab es ein kleines Buck Roger Starfighter von 1980. Ich habe schon mal so einen, aber ich finde den mega geil. Von Gorri Toys. Richtig cool. Das Raumschiff finde ich auch richtig klasse. Noch ein bisschen dreckig, muss ich noch sauber machen. Genau. Dann gab es noch. Dann habe ich in einer Autograbbelkiste gesucht und habe ich was gefunden, das zeige ich euch gleich danach. Ein Space Shuttle habe ich gefunden. Ja, ich zeige euch das einfach mal. Ein Space Shuttle. Und da war ich sofort, ich wusste sofort, was das ist. Denn, das zeige ich euch gleich. Das habe ich gefunden und fragte ich auch, was wollt ihr haben? Und da war es halt ein Junge, 10 Cent pro Figur. Ich habe noch 2 weitere Fahrzeuge mir ausgesucht aus der ganzen Kiste und habe 50 Cent ihm hingedrückt. Hätte noch mehr, hätte vielleicht auch 1 Euro, aber
ja, ich habe es einfach so gemacht. Er wollte nur 10 Cent das Stück haben und dann hat er ein bisschen mehr. Und zwar habe ich dann weiter noch mitgenommen aus dem Jahre 81, auch von Matchbox, einen Starfighter, der hatte ich auch mal als Kind. Ich habe ihn noch, so eine F-16 wie Top Gun. Finde ich richtig cool. Dann ein Van. Hier ist jetzt kein Datum, ist von Gorgi Toys Juniors, ist aber auch bestimmt Anfang, das, ja, sehr, sehr alt. Und zwar den Spider-Van. Richtig cool, ist auch Anfang der 80er Jahre muss der sein, noch mit den ersten Comics, richtig cool. Also, wie gesagt, gab es für 50 Cent zusammen mit dem Space Shuttle. Und dieses Space Shuttle, ich meine, das sieht mega cool aus, ist aber ein Go-Bot. Ein Go-Bot aus den 80er Jahren. Richtig cool. Kann man nämlich, und die Go-Bots sind sozusagen die Antwort auf Transformers gewesen. Den kann man verwandeln. Na, vorsichtig mache ich das jetzt mal. Klemmt ein bisschen. Ist auch jahrelang wohl nicht geschehen. Heck hoch. Na, ich will ja nicht, dass es runterfällt. Arme ausklappen. Richtig cool. Ich habe ihn auch noch. Ich habe ihn bereits. Aber ich meine, solche 80er Jahre Spielzeuge nimmt man halt mit. Das kann man hier rausziehen. Vorsichtig. Ist halt, wie gesagt, es ist alt. Und das, die Go-Bots. Richtig cool. Richtig cool. Und für den Preis, also ich meine, und dann noch diesen coolen, Wahnsinn, was, ist, da war ich völlig begeistert. Aber die Begeisterung riss nicht an, denn als ich bei diesem Stand war, mit meinem Bruder zusammen und wir eben halt diese schönen Schätzchen haben, da habe ich vorher das aus dem Augenwinkel ein Auto gelegen gesehen. Und das war Transformers G1 Beachcomber. Es fehlt das Rubbel-Logo, das ist nicht schlimm. Die Figur ist in einem sehr guten Zustand. Es ist auch die Erstauflage mit dem Gummireifen. Er ist noch dreckig. Ich habe ihn noch nicht komplett sauber gemacht. Das ist wirklich eine Fitzearbeit. Hier ist nämlich wirklich Dreck dran. Den plus noch zwei weitere Micromaster Transformers. Den und diese Micromaster Transformer, ihr seht auch, hier ist dreckig angelaufen. Das ist Flagstaff. Den Jet weiß ich jetzt nicht, aber ist auch ein Micromaster. Auch richtig cool. Habe ich für sage und schreibe 1,50 Euro bekommen. Richtig cool. Und Beachcomber gehört mit zu meinen allerersten eigenen Transformers-Figuren aus den 85er Jahren. Also ich bin völlig begeistert, den nochmal zu besitzen. Ich besitze ihn. Es ist einer der wenigen Figuren, die ich auch auf Karte noch besitze oder wieder besitze. Aber ich habe die Original-MB-Figur damals gehabt und ich bin völlig begeistert. Hier steht auch das Datum. Man kann es wirklich sehen, das ist eben halt 85 gewesen. Und richtig, richtig toll. Und einem sehr guten Zustand, abgesehen, dass es dreckig ist. Ja, und für den Preis, der ist, naja, mindestens 10 Euro wert. Gibt es auch häufigere Auflagen. Eine zweite Auflage hat, oder eine spätere Auflage hatte Plastikreifen. Aber der ist noch einer mit Gummireifen. Wirklich klasse. Ja, und dann, ich muss gucken, ob das jetzt alles bei einem Stand war. Nee, nicht alles. Ich mache mal das weg, was nicht von einem Stand war. Ansonsten war das alles ein Stand. Für 20 Euro hat mein Bruder mitgenommen, weil es noch neu ist. Jetzt für die Xbox Series X oder Xbox One. Star Wars, die Skywalker-Saga. Ah, da 20 Euro bezahlt. Ist ja auch ein neuerer Titel. Da kann man dann auch sagen, okay, macht man. Ja, und dann waren wir bei einem, der kannte uns auch, von dem wir auf anderen Flohmärkten auch gesehen haben. Der hatte wohl da von jemandem, der verstorben ist, eine Spielesammlung aufgekauft. Leider war schon einer dabei. Ich dachte, das sind Videokassetten. Das waren dann US-Super Nintendo-Spiele in OVB. Da hat er, was war das, 5-6 Stück mitgenommen und hat dafür 45 Euro. Also richtig schnabbermäßig hat er was mitgenommen. Der andere Wing Commander war dabei, so ein paar. Ja, es waren nicht jetzt die großen Brecher, aber für den Preis kann man echt sagen, mitnehmen. Naja, mein Bruder ist dann auch nochmal durchgegangen
Und viel blieb nicht übrig, aber wir konnten ein bisschen dazwischen reingreifen. Und das Erste, was mein Bruder entdeckt hat da, also für das, was ihr gleich seht, die gesamten Spiele mit einem Zubehör, ja, Zubehör ist gut gesagt, aber alles zusammen, was ihr gleich seht, 40 Euro. Nee, das war es nicht. Eine andere Sache, das hat er als allererstes gesehen. Und zwar die Leerbox von Pushover. Die gab es gratis drauf zurück. Die ist, ja, ist eigentlich vollständig. Also beide Klappen sind drin. Und wenn man da jetzt ein Inlay reinlegt, dann sieht das auch wesentlich besser aus. Das Schöne ist, mein Bruder hat vom anderen Flohmarkt, weiß ich gar nicht welcher es war, da haben wir das Modul gefunden. Und jetzt haben wir eine OVP. Fehlt wahrscheinlich nur noch die Anleitung. Und dann hat man auch wieder eins zusammen, schön in einer Hülle. Mein Bruder hat sich auch... ja, hat seine Sammlung mal hervorgekramt, weil er umgeräumt hat. Da haben wir auch eine Menge Fotos gemacht. Wenn ihr auf meinen Instagram-Kanal guckt, da könnt ihr ein paar Fotos sehen von seinen NES, NES und Super Nintendo-Schätzen. Ich werde immer mal zwischendurch was da einblenden, sozusagen. Ja, vielleicht blende ich auch jetzt hier so eine kleine Sache ein über die Sachen, was wir da so hatten. Richtige Schätze und Wahnsinn. Na, wie dem auch sei. Das gab es dann obendrauf. Wirklich großartig. Ja, und dann haben noch zwei weitere Sachen mitgenommen. Die sind aber teilweise wohl aus Videothekenbestände gewesen, denn die haben einen Videothekenausweis, Ausweis, Aufkleber drauf. Und da hat er mitgenommen Yogi Bears Cartoon Capers. Das Modul, das kam sogar noch mit Teil der Anleitung, leider der Papphülle, die lag da auch, nimmt man natürlich dann auch mit, auch wenn sie wohl zerschnitten wurde, um in eine Videokassette reinzugepackt zu werden. So ein Teil des Kartons mit Rückseite und ja, sowas nimmt man auch mit. Ja, nimmt man auch mit, ist kaputt, schmeißt man heutzutage nicht mehr weg. Früher hätte man es weggeschmissen, wahrscheinlich trotzdem noch. Also, das gab es einmal das Yogi Bear und ebenfalls, aber diesmal sogar noch mit Anleitung, trotzdem wie gesagt aus Videothekenbestand. Das Spiel Vortex, so ein 3D-Kampfspiel. Ich weiß nicht mal, ob es gut ist, aber für den Kurs habe ich es meinem Bruder überredet, nehmen wir es mit. Er hat es erst liegen lassen, weil er es nicht kannte. Mit dem Super FX-Chip. Hier so ein schönes Cover, auch sage ich ja gerade, aufgeschnitten. Und der Anleitung. Und ich mal guck mal, hier sind sogar Bilder drin vom Spiel. Ja, könnt ihr sehen. Auch richtig, richtig gut. Ja. Das gab es ebenfalls und ja, dann gab es noch vier PlayStation 1 Spiele, wohl eins für mich ist, auch ihr werdet wahrscheinlich lachen, was für mich ist, also die Spiele, die mein Bruder für sich mitgenommen hat, sind auch bis auf eins, sage ich gleich auch warum, in sehr gutem Zustand, alle vollständig, und zwar einmal The Terminator Dawn of Fate, auch ein ganz gutes Actionspiel. Sicherlich qualitativ werden die immer besser. Dann hier Symphon Filter, The Omega Strain. Das fehlte meinem Bruder sogar noch. Er wollte es erst so mitnehmen, weil es relativ selten ist. Aber dann merkt er, ihm fehlt es. Und dann GTA, also Grand Theft Auto, Vice City Stories. In einer, ja, wie soll ich sagen, in einer Videothekenversion, denn leider so Aufkleber drauf von der Videothek, auf der CD, auf der Karte und auf dem Handbuch, aber ansonsten vollständig. Und GTA, das ist die österreichische Version, hat deutschen Text, aber eben halt das Pigilo und die ist ungeschnitten. Die deutsche Fassung ist leider geschnitten. Ja, und jetzt gibt es nur noch ein einziges Spiel, und ich hier aufräumen werde und euch noch ein paar Abschlussbilder versuche zu filmen, die ihr gleich im Anschluss seht, war dabei, oder ich wollte das schon immer mal haben, war mir sonst immer zu teuer, in dem Sinne jetzt durch das Bundle, weiß ich nicht, habe ich 3 Euro bezahlt oder so weiter, das, warte mal, 40, 1, 2, wenn wir nur mal durch die Anzahl rechnen, 1, 2, 6, boah, na gut, ist auch so um die 5 Euro, egal, aber habe ich schon mit meinem Bruder abgedealt, wie auch immer. Und zwar Playboy The Mansion. Ich wollte schon mal haben, irgendwie, weil ich es ganz witzig fand, irgendwo von der Idee her. Hatte mich gereizt, ist auch im sehr guten Zustand, alles dabei. Tutti completti, wie man auch gerne sagt. Oh, irgendwie hatte ich Lust drauf, das mal zu spielen, aber habe ich nie gefunden oder nur beim Händler, wo es am mega teuer war.
Ob es das wert ist, weiß ich nicht. Und jetzt hier in dem Bundle habe ich gesagt, komm, nehmen wir es mit. Waren auch so die interessantesten Titel, die dabei waren, obwohl noch viel mehr dabei waren, aber ihr kennt es ja auch, es ist viel 0815. Und ja, wir haben uns gefreut. Ja, das war die ganze Flohmarkt-Ausbeute unseres vielleicht letzten Flohmarkts in diesem Jahr. Es gibt noch ein paar auf einer Liste, die möglich sind, aber ob sie kommen, weiß ich nicht, das kann man nicht garantieren. Wetter spielt eine Rolle. Der auf jeden Fall geplant war, ist Anfang Dezember. Aber Dezember, sobald Schnee liegen würde, weiß ich nicht, ob Sache ja gerade stattfinden würde. Deswegen, das war unsere coole, verrückte Ausbeute mit vielen Sachen. Was ist mein Highlight? Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr könnt sagen, wir haben eine Menge Sachen gefunden, die wirklich geil sind. Aber vom Highlight her, muss ich ganz ehrlich sagen, sind meine Transformers G1 und der GoBot wegen dem Kurs. Gesamt im Endeffekt 2 Euro habe ich diese kultigen Figuren, denn auch so eine GoBot-Figur aus den Mitte der 80er, 85 herum ist inzwischen in dem Zustand auch etwas teurer. Klar muss auch der entsprechende Sammler kommen, das ist ja bei allem so, aber das sind so wirklich echte Highlights. Aber andererseits sind so viele besondere Highlights dabei und Kindheitssachen, klassische Sachen, sodass man echt sagen kann, das war ein toller Flohmarkt. Also viel Spaß beim noch abschließenden Bildern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ach ja, und wenn ihr wollt, bitte liken und kommentiert. Schreibt, was hat euch am meisten gefallen? Was ist hier für euch eins der coolsten Dinge? Ja, genau, das möchte ich von euch noch wissen. Also jetzt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.